Eine Zeitreise durch Hüsten, die Bahnhofstraße, hier Anfang des Jahrhunderts, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Dann haben wir nochmal einen Blick von der anderen Seite, von der Kirche, auch alles kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Dieses Foto ist auf jeden Fall in den 20er, 30er Jahren entstanden mit dem Café Hackenberg links und ein Blick auf die Hüstener Gewerkschaft und die Eisenbahnbrücke über die Röhr. Hier nochmal ein Foto aus den 30er Jahren, auch relativ wenig Verkehr, die Tankstelle Langheim gab es noch nicht. Da wird sie wohl noch gebaut. Und hier marschieren am Ende des Krieges 1945 amerikanische Truppen über die Bahnhofstraße Richtung Hüstener Markt. Macht natürlich Gruppenaufnahmen, aber man sieht, Hüsten ist weitestgehend intakt. Und das ist jetzt ein Foto nach dem Krieg. Die schwarzen Schilder sind vom Militär, den Engländern. Ein Polizist regelt den Verkehr auf dem Hüstener Markt. Und man sieht hier an dieser Aufnahme sehr schön, dass die Bahnhofstraße schon sehr verkehrsreich war. Ja, Delikatessen-Dickgräber. Da ging man hin. Und hier sehen wir auch Frau Dickgräber mit ihren Mitarbeiterinnen an der Ladentheke. Nebenan war das Geschäft Ruhrmann. Und wir schauen jetzt nochmal in die 70er Jahre. Hier sieht man die spätere Heinrich-Lübke-Straße. Hier die Bahnhofstraße. Das müsste so 70er, Anfang 80er vielleicht sein. Und das sind jetzt Fotos aus der neueren Zeit, so ab 2015, 2016. Man sieht hier schon die Verkehrsberuhigung in Hüsten und ganz zum Schluss das ehemalige Café Hackenberg mit einem Friseursalon jetzt drin.